Du musst dich entscheiden, was dir wichtiger ist. Max oder dein Job? Yvette, eine Kundin? Ja, wenn du es genau wissen willst. Ich meinte das übrigens ernst. Ich finde wirklich, dass du eine tolle Frau bist. Sehen? Lass dich überraschen. Ach, weißt du, Sherry, ich warte nicht viel. In einer Viertelstunde bei dir im Hotel. Wunderbar, ich freue mich. Ich mich auch. Dringende Verabredung. Geschäftlich, ja, ja. Stimmt so, Nicole, danke. Also ist dir dein Job wirklich wichtiger als Max? Ja. Ich hole uns mal was zu trinken. Robin. Oh nein. Hm? Alles okay? Hör zu, mach dir bitte nicht so einen Kopf. Es war doch ganz schön. Das muss auch niemand erfahren. Papa, komm. Entspann dich. Tut mir leid. Es wird nichts mehr. Nicht sein Tag heute. Dein Geld kannst du wieder einstecken. Das kann auch jedem mal passieren. Ich bin aber nicht jeder. Jedenfalls nicht bis zu diesem Ausfall. Du bist doch nicht etwa überarbeitet? Ach, ganz bestimmt nicht. Und? Wer ist die Glückliche? Wie kommst du darauf? Ein Mann wie du. Ich habe es immer geahnt. Eines Tages triffst du die Richtige und dann verliebst du dich. Verträgt sich nur nicht gut mit deinem Job. Schade eigentlich. Ich werde unsere kleinen Treffen vermissen. Mach's gut. Und viel Glück. Thank you.
toll, Kuckuck. Das nennst du Arbeit? Hm. 10-1, als Robin wieder zurück ist. Oh Gott! Oh Gott! Herzrhythmusstörungen sind auch vorbei? Ja, das hat sich erledigt. Und trotzdem machst du dir Sorgen. Ah, Nicole, machst du mir noch eine Flasche Wasser für oben, bitte? Ja, klar. Was hältst du davon? Wir trinken hier noch was und dann gehen wir ins Kino? Ja, hört sich gut an. Cool, Nachschub. Bekomme ich noch 2 Cola, bitte? Mach ich dir. Schon wieder zurück? Das war ja der Dienst für die ganz Eiligen. Ich habe den Termin platzen lassen. Was hat deine Kundin dazu gesagt? Nicht viel. Aber es war sowieso das letzte Mal. Naja, auf zu neuen Ufern. Also liegt dir doch was an, Max. Pfefferspray? Was kommt denn als nächstes, Vanessa? Vielleicht Napalm? Mit Perversen und Einbrechern habe ich kein Mitleid. Und weder bin ich pervers, noch bin ich irgendwo eingebrochen. Ja, wie bist du dann hier reingekommen? Ach. Die obszönen Anrufe in letzter Zeit, das warst doch du. Damit habe ich nichts zu tun. Oder warte, doch klar. Auf diesen Landsteinschlüssel. Auf den habe ich geschossen. Du warst das? Du hast auf Ansgar geschossen? Traust du mir sowas wirklich zu? Ja, woher würdest du es sonst wissen? Ich kann vielleicht lesen, sowas steht in der Zeitung geschrieben, Mann. Na gut, so ein guter Schütze bist du wahrscheinlich eh nicht. Oh, heute ist mein Glückstag, sie glaubt mir. Und jetzt sag mir endlich, was du willst und wie du hier reingekommen bist. Du kennst mich doch, ich bin hier reingeflogen. Coco. Was, Coco? Sie hat dich hier reingelassen. Egal. Hauptsache, ich kann irgendwann wieder sehen. Wo willst du hin? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet! Coco. Coco? Nee, die habe ich heute auch noch nicht gesehen. Keine Ahnung, wo die steckt. Vielleicht hat die einen anderen. Kleiner Scherz. Pass auf, Robin. Genieß deine letzten Tage in der Karibik. Hier ist das Wetter nämlich grau. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Coco, warum nicht eine Minute früher, hä? Blöde Frage. Schade. Sonst hätte dein Süßer dich endlich mal erreicht. Robin? Ja. Er hat schon x-mal versucht anzurufen, aber auf deinem Handy bist du nicht zu erreichen. Ich habe vergessen, das anzumachen. Er wollte sich bei dir entschuldigen, weil du erst über die Brandners erfahren hast, dass er jetzt doch noch länger in der Karibik bleibt. Er hat ein sauschlechtes Gewissen deswegen. Er wollte es dir gestern selbst sagen, aber du bist nicht zu erreichen. Alles klar bei dir? Wo warst denn du überhaupt die ganze Zeit? Ich? Wann? Was meinst du? Ja, gerade eben, aber reg dich ab, war nur eine Frage. Ich reg mich nicht auf. Ich war bei Vanessa wegen der Fanpost, okay? Neuer Stil? Du hast das T-Shirt verkehrt rum an. Wir müssen los, egal welcher Film. Ich zahle und du holst das Auto. Okay. Warum bist du plötzlich so gut gelaunt? Vielleicht, weil wir mal wieder was unternehmen. Hi, hi. Ich zahle 4 Cola. Stimmt so. Weißt du schon das Neueste? Was denn? Gregor hört auf. Mit seinem Nebenjob? Wirklich? Hat er mir selbst gesagt. Ja, und wie kommt das jetzt plötzlich? Vielleicht liegt es an dieser süßen Blondine, mit der ich ihn neulich gesehen habe.
Die soll sehr gut kochen. Schönen Tag noch. Ja, ja. Genauso spannend habe ich mir Jura schon immer vorgestellt. Nachdenken wird auch zum Lernen. Mhm. Oh, jetzt will jemand auch noch verhindern, dass du zu klug wirst. Sieh an, die Christel von der Post. Stell doch einen Hut auf, dann kann ich dir ein bisschen Geld reinschmeißen für den tollen Witz. Wo ist Coco? Keine Ahnung. Kleiner Gruß an eure Mitbewohnerin. Ich zahle sie nicht fürs Nichtstun. Ich dachte, sie hat heute bei dir gearbeitet. Schön wär's. Und wenn sie sich unbedingt mit solchen Pennern wie Andy amüsieren will, dann nicht in meine Wohnung, okay? Warte mal, Coco und Andy waren zusammen im Penthouse? Sag ihr bitte, sie soll sich gefälligst ranhalten. Warum sagst du es nicht selbst? Ich habe keine Zeit. Warte mal, Vanessa. Was denn noch? Ich muss in den Stadtwald zu einem Shooting. Mit einem Spitzenfotograf und er hat schon mit den Topmodels dieser Welt gearbeitet. In den Stadtwald? Ist es nicht ein bisschen gefährlich? Denk an diesen Irren. Ich rede nach diesem Irren doch nicht mein Leben aus. Außerdem Hunde, die bellen, bla bla bla. Aber... Tschüss! Tschüss! Das ist, glaube ich, keine so gute Idee. Lass mich trotzdem kurz rein. Ich finde, wir sollten da was klären. Da gibt's nichts zu klären. Das hätte niemals passieren dürfen. Ich weiß. Aber sowas kommt halt mal vor. Soll mich das jetzt trösten? Bleiben wir gute Freunde? Du hast Sorgen. Was soll ich, die beknackte Brille? Kommst du dir cool vor? Pfefferspray. Ich bin Vanessa im Penthouse in die Arme gerannt. Hast du es ihr etwa erzählt? Klar, ich habe ihr alles gesagt. Coco, hältst du mich für so blöd? Wirst du es denn Robin sagen? Ich weiß es nicht. In den letzten Wochen warst du die Einzige, die zu mir gehalten hat. Ich will nicht, dass du meinetwegen Probleme bekommst. Die habe ich doch schon längst. Wenn du es ihm trotzdem sagen willst, dann schieb einfach alles auf mich, okay? Dazu gehören aber immer zwei. Das weiß Robin auch. Vielleicht hilft es ja trotzdem. Mein Angebot steht. Ich muss da allein durch. Geh bitte. Ja, also wenn du keine Lust mehr hast, darfst du mir auch gerne helfen. Dabei kann man auch eine ganze Menge lernen. Über die geheimen Kniffe der weiblichen Garderobe. Ja, kann mal ganz nützlich sein. Kein Bedarf. Du kommst einfach nicht los von unserem Mega-Party-Star, was? Das ist was ganz anderes. Ach. Ich mach mir Sorgen um sie. Vanessa nimmt das alles auf die leichte Schulter. Die perversen Anrufe, die Briefe. Und ich wette, das Attentat auf Ansgar hat auch damit zu tun. Ja, gib's doch zu, am liebsten wärst du gerne ihr Beschützer. Das ist Blödsinn. Du wärst gerne ein richtiger Held, immer an ihrer Seite, bis zur großen Rettung in letzter Sekunde. Und dann Showdown mit dem größten, bösen Unbekannten. Da, der Felix Mankoff. Weißt du was, Luca? Geh ins Kino oder schreib einen Kitschroman. Gut so? Perfekt. Reden bitte? Komm. Zeig's mir. Fantastisch. Ich weiß.
Ja, hallo? Gregor? Ich bin's. Max? Hi. Ja, hallo erstmal. Also, ich wollte fragen... Ja? Eislaufen. Eislaufen. Bitte? Ich lauf gern Eis. Schlittschuh. Schlittschuh. Hab ich schon ewig nicht mehr gemacht. Nicht? Würde ich aber sehr gerne mal wieder ausprobieren. Wirklich? Ja, ich wollte fragen, ob du vielleicht heute Nachmittag Zeit und Lust hast, mit mir auf die Eisbahn zu gehen. Klar habe ich Lust. Allerdings habe ich gleich noch einen Termin. Geschäftlich? Für den Shuttle-Service. Zusammen mit Bernd. Ach so. Aber danach hätte ich Zeit. So gegen 4? Ja, das klingt gut. 4. Mhm. Treffen wir uns vor dem Eisstadion? Ja, prima. Dann bis später. Ja, bis später. Na also, das war doch gar nicht so schwer. Ich glaube, er hat sich sogar ein bisschen gefreut. Er hat sich mit Sicherheit gefreut. Was? Was ziehe ich an? Na, das werden wir schon zusammen regeln. Schon besser. Locationwechsel? Wir sind durch. Aber ich bin doch gerade erst richtig warm. Nee. Wie wär's mit einem anderen Outfit? Wir haben genug Bilder. Na dann. Ruf mich sofort an, wenn die Fotos fertig sind. Und nichts wird veröffentlicht, was ich nicht abgesegnet habe. Nein. Hallo? Hallo, Prinzessin. Oh, du siehst umwerfend aus. Hab keine Angst. Ich bin doch ganz in deiner Nähe. Lassen Sie mich endlich in Frieden. Warum so nervös? Ich pass doch auf dich auf. Kannst mir auch nicht helfen, Kleiner. Liebster Robin, ich würde so gern deine Stimme hören, aber ich traue mich nicht, dich anzurufen. Ich habe einen riesen Fehler begangen und glaubst gar nicht, wie sehr ich mich dafür schäme. Ich habe mit einem anderen geschlafen. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Was machst du hier? Mit meinen Freunden den Bäumen sprechen. Und du? Obdachlose aufmischen. Andi, dieser Verrückte hat wieder angerufen. Er muss hier irgendwo sein. Du leidest unter Verfolgungswahn. Andi, er ist hinter mir her. Kannst du mir den nach Hause bringen? Du hast mich schon mal echt raffinierter angebaggert, aber... Oh, Andi, bitte! Dann frag doch Felix, er macht das bestimmt gern. Oh Gott! Bitte? Das wäre auch nicht umsonst. Ah, nein. Einfach nur nach Hause bringen. Sag mir, wie viel du willst. Nun, Sie möchten unseren Hubschrauber-Service gleich mehrmals die Woche in Anspruch nehmen?
Ich würde mich sogar für einen längeren Zeitraum fest an Ihre Firma binden. Bei entsprechendem Rabatt? Oh ja, natürlich. Das lässt sich ja anrichten, nicht wahr, Gregor? Sicher. Gut, dann sind wir uns einig. Ich verspreche Ihnen, Sie werden die Zusammenarbeit mit Beinbach eher nicht bereuen. Davon gehe ich aus. Und was die genauen Flugtermine und entsprechenden Landepunkte angeht... Oh, diese Details, die besprechen Sie am besten mit meinem Kollegen. Sie versprechen mir auch, dass Ihr Kollege im Cockpit seines Hubschraubers konzentrierter ist als bei Meetings? Oh, für Meetings bin nun wiederum ich zuständig. Das ist nicht so seine Sache. Wie Sie sehen, ist Hermann in Gedanken immer beim Fliegen. Bitte? Ihr Partner lobt gerade Ihre Fähigkeiten als Pilot. Ach, das ist ja reizend. Es tut mir leid, ich war gedanklich schon beim nächsten Termin. Macht nichts, wir sind uns im Wesentlichen auch einig. Ja, der Meinung bin ich auch. Dürfen wir Sie zur Feier des Tages noch auf ein Glas Champagner einladen? Ach, da muss ich leider verzichten. Der nächste Termin wartet nicht. Vielleicht ein andermal. Wenn Sie wollen, kann ich Sie ein Stück mitnehmen. Was willst du? Mein Tag war schon anstrengend genug. Ich habe mal nachgedacht. Irgendwo da draußen läuft dieser Irre rum, der auf Ansgar geschossen hat. Felix, ich komme schon klar. Unterschätzt das nicht. Du solltest wirklich was unternehmen. Falls es dich beruhigt. Ich habe einen Leibwächter. Und zwar den besten. Hey, Vanessa. Das Zimmer ist echt okay. Auf jeden Fall geräumiger als in der WG. Andi wohnt bei dir? Ja. Dann kann ich ja jetzt in die Wanne. Ich freue mich schon den ganzen Tag auf meinen Entspannungsbad. Die Aussicht von hier unten, die ist auch nicht zu verachten. Was soll die Show? Kriegst du nie genug? Wieso? Das ist immerhin das erste Mal, dass ich nicht für ein Zimmer zahle. Im Gegenteil, ich bekomme sogar Kohle dafür. Du weißt verdammt genau, was ich meine. Bodyguard. Weißt du, das ist doch nur eine neue Masche. Erst Coke und jetzt willst du noch Vanessa in die Kiste, hä? Ich muss übermorgen nach Brüssel fliegen. Am besten, Sie rufen mich oder Herrn Weinbach an, ja? Gregor! Habe ich Ihnen übrigens schon meine Karte gegeben? Nein, ich fürchte nicht. Wenn Sie Probleme haben, rufen Sie einfach an. Ja, natürlich. Dann auf Wiedersehen und auf gute Zusammenarbeit. Ja, auf die Zukunft. Ciao. Tschüss. Und ich habe es wirklich geglaubt. Westkerl.